Hallo von Herzen, meine lieben Steinbock-Geborenen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer neuen Wochenenergie für die Woche vom 30. Mai bis 5.6.2022. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen und würde auch gleich hier in die Deutung für euch gehen. In der neuen Woche ist es gut möglich, dass bei dem einen oder anderen hier nochmal die Vergangenheit an die Tür klopft. Wir sind ja auch immer noch in der rückläufigen Merkurenergie. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass nochmal sich jemand bei euch meldet aus der Vergangenheit. Und bei dieser Person war es in der Vergangenheit eventuell so, dass sie sich so ein bisschen davon gestohlen hat. Ne? Vielleicht war Kontakt da und er wurde plötzlich abgebrochen. Ne? Ihr wusstet gar nicht hier wirklich warum. Und ich habe aber das Gefühl, dass es sich bei dieser Person hier jetzt so entwickelt hat, dass diese Person hier eine Entscheidung getroffen hat oder für sich in eine Klarheit gekommen ist. Und hier jetzt möchte, dass man etwas Neues aufbaut, dass man hier eine Chance wahrnimmt, die man vielleicht in der Vergangenheit nicht wahrgenommen hat. Auf jeden Fall wird euch in dieser Woche sehr schöne positive Momente erwarten, gerade aus dem Bereich der Öffentlichkeit. Ne? Also sei es, dass ihr tolle Menschen trefft, dass ihr neue Menschen kennenlernt. Sei es, dass sich hier Möglichkeiten zeigen oder eben, dass hier jemand aus der Vergangenheit sich nochmal in euer Leben begibt, um hier mit euch dann auch wirklich auf einer sehr hochgeschätzten Art und Weise mit euch hier irgendwie etwas Neues aufbauen möchte. Ne? Es kommt hier ein Vorschlag, ein Entgegenkommen auf euch zu. Das muss nicht zwangsläufig unbedingt eine Liebesangelegenheit sein, aber zumindest wird euch hier ein Angebot gemacht, was sehr stabil ist und bodenständig. Ne? So, das kann also jetzt wirklich die Liebe betreffen, das kann das Berufliche betreffen. Also bei den Steinböcken geht es in dieser neuen Woche ganz viel um klare Entscheidungen und Situationen, die hier aus der Vergangenheit nochmal auf euch zukommen. Aber ihr werdet hier ganz klar durch die Sonne begleitet und das ist natürlich eine Wahnsinnskarte, sodass ich glaube, dass hier wirklich Situationen, die euch in der Vergangenheit sehr unsicher gemacht haben oder euch das Gefühl gegeben haben, dass da irgendwas nicht stimmt, dass sich das in dieser Woche auflöst und dass ihr hier für euch auch in eine klare Situation kommen könnt. Ne? Es ist aber auch möglich, dass ihr aus der Öffentlichkeit etwas erfahrt über einen Menschen, der euch in der Vergangenheit nicht ganz so gut behandelt hat. Und da ist es wirklich möglich, dass in dieser Woche ihr eine Information bekommt, dass dieser Mensch sich hier selber so ein bisschen, naja, ich nenne es mal auf Deutsch, angeschissen hat. Und dass es hier auf jeden Fall das Recht zum Schluss gesiegt hat. Ne? Also wenn es jetzt vielleicht auch um gerichtliche Angelegenheiten geht oder dass euch hier Dinge widerfahren sind, die einfach nicht gerecht euch gegenüber waren, dann werdet ihr in dieser Woche auf jeden Fall hier sehr plötzlich eine Information bekommen, dass diese besagte Person hier ja, zu der gerechten, nein, ich will es mal nicht Strafe nennen, aber es wurde gerechtes Urteil gefällt. Ne? So. Auf jeden Fall kommen hier schöne Möglichkeiten auf euch zu. Euch wird es meines Erachtens nach hier wirklich gut gehen und ihr tretet, wie gesagt, auch sehr, sehr klar auf. Ne? Es kann aber auch sein, das kommt mir gerade noch, wenn hier jemand aus der Vergangenheit nochmal euren Weg kreuzt, kann es sein, dass ihr vielleicht eventuell dieses Mal aus dieser Situation so ein bisschen ausbrechen wollt. Aber da habe ich so das Gefühl, dass es das vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Ne? Ich sage immer, wenn es euch gut geht oder wenn ihr mit einer Situation abgeschlossen habt, dann muss man eine Situation auch nicht wieder hochholen oder aufrütteln. Ne? Auf jeden Fall habe ich wirklich das Gefühl, dass bei euch die Vergangenheit an die Tür klopft. Das Gleiche gilt auch hier im beruflichen Bereich, dass sich hier vielleicht noch mal ein Angebot zeigt oder eine Firma aus der Vergangenheit meldet, wo ihr euch vielleicht mal beworben habt, wo es aber damals vielleicht nicht funktioniert hat. Da kann es sein, dass die Firma jetzt einsieht, dass sie vielleicht damals eine falsche Entscheidung getroffen hat und sich jetzt hier noch mal neue Möglichkeiten für euch ergeben mit dieser Firma. Auch mit einem sehr positiven Angebot. Und ja, ich glaube einfach, dass ihr hier für euch in einer sehr positiven und wirklich einer sehr fairen Energie in der neuen Woche seid, sodass ihr euch meines Erachtens nach da wirklich drauf freuen könnt. Meine lieben Steinböcke, bleibt mir alles schön gesund und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder zuschaltet.